geht das erste Mal für Juli in die Hundeschule. Hey, und Juli hat sich so gut gemacht. Ich bin viel zu sehr bepackt. Guten Morgen und herzlich willkommen hier zu einem neuen Vlog auf unserem Kanal. Heute ist ein ganz besonderer Tag, denn heute geht es... Achso, ja, wir hoffen, es geht euch allen gut. Heute ist ein ganz besonderer Tag, denn es geht das erste Mal für Juli in die Hundeschule. Wir sind voll bepackt, weil danach geht es für uns noch zu zwei Freunden. Da werden wir die Nacht pennen und chillen und deswegen sind wir voll bepackt. Kannst du mal den Knopf drücken, sonst würde das nichts. Und Juli, das erste Mal, wollen wir übernachten? Ja, ne? Nein, oder? Doch, wir haben noch nie mit ihm wollen, was übernachtet. Weiß ich nicht. Nein, wenn immer. Also bei deinen Eltern haben wir ihn abgeholt, der hat bei deinen Eltern nicht übernachtet. Und mit Stimmt. Ihm so, auch noch nicht irgendwo. Ja. Oh, auch noch die erste Übernachtung. Sachen in einem Block. So, wir sind jetzt angekommen, nur leider wissen wir nicht, ob wir hier richtig sind. Also, wir haben die Adresse eingegeben, aber... Also bei der Hundeschule, das ist eine Frau, die das ihr also alleine macht, also... Privat? Nee, schon gewerblich, ja, aber schon halt gewerblich, aber eine halt, Frau. Ja, eine Frau. Und sie trainiert halt immer mit den Hunden draußen, ne? Also ja, meistens zumindest. Und dann kann man halt auf ihrer Homepage immer aktualisieren. Für, also wenn jetzt heute, wenn es stark geregnet hätte, hätte sie es abgesagt. Aber wir haben auf der Homepage nichts gesehen, obwohl es so ein bisschen am Nieseln ist. Und ja, jetzt sind wir zu der Adresse gefahren und hier ist Wald. Was ja schon mal gut ist. Schon mal gut ist, aber wir sehen... Und hier ist auch ein Wildparkgehege. Also ich glaube schon, dass das hier ist, ich aber... Ich glaube auch. Aber wir haben jetzt 9.21 Uhr und um 9.30 Uhr sonst los. Gehen. Also, keine Ahnung. Wir sind jetzt zum ersten Mal hier. Vor allen Dingen, also hier stehen schon ein paar Autos, ne? So aber fünf Stück. Aber nur in einem Auto sitzt wer drin. Also nicht, dass wir so den Hotspot verpasst haben, wo die jetzt alle stehen. Ja. Aber der Rest war ja viel weiter da hinten. Also, das kann ich mir nicht vorstellen. Sie hat ja auch gesagt, die Nummer 9. Sie hätte mal sagen müssen, einfach in diesem Kreisel warten. In diesem Wendepunkt oder so. Das wäre ein guter Hinweis gewesen, wenn sie das gesagt hätte. Ja, der kleine Mann will raus, ne? Aber man kann auch nicht. Auf jeden Fall ist das die Hundeschule, wo. Sorry. Was ist? Nee, ich dachte, es kommt jemand. Wir haben auch schon gerade eben so gesagt, so, wir wissen ja jetzt gar nicht, wie das so abläuft, weil nur weil wir jetzt quasi ja neu kommen, wird es ja nicht eine ganz neue Gruppe sein. Es kommen ja, also wisst ihr, wie ich meine? So, jetzt kommen wir da schon wahrscheinlich hin, also es ist auf jeden Fall eine Welpengruppe. Und dann kennen die ganzen Welpen sich schon so untereinander und dann kommt er so, rastet so voll aus und keiner kennt ihn. Und der so, oh, neue Hunde. Und alle denken sich so, bruh. Bruh, lass uns in Ruhe. Du bist nicht was mehr ich sagen, Kreis was ich sagen wollte ist, das ist dieselbe Hundeschule, wo meine Mama mit Sam früher war. Genau, ja, deswegen sind wir ja auch hier, ne? Ja, genau. Also wir haben uns halt deswegen dafür die entschieden. Ja, da gucken wir irgendwie ins Leere. Ja, wir haben schon gesagt, wenn jetzt niemand kommt, dann machen wir eine Hundeschule, ach, eine Hundestunde alleine. Ja, dann parken wir einfach hier und gehen durch den Wald. Gehen und einfach üben. Eine Stunde mit ihm durch den Wald. Wir wissen ja an sich, wie es funktionieren sollte. Dann üben wir einfach selber mit ihm so ein bisschen, komm hier und Platz und alles Mögliche so. Ja. Ja. Guck mal, Schutzi, er hat auch so fein heute Nacht wieder im Bettchen geschlafen. Er ist nachts wach geworden, weil er richtig dringend triesen musste. Und dann kam er so die ganze Zeit, das war das Geilste. Also der, wenn wir irgendwann mal Kinder haben, shame on you, ja. Juli, warte, da kommt jemand. Oh. Verhalte ich cool. Okay. Okay, ich glaube nicht, dass wir hier falsch sind. Ich glaube auch nicht. Okay, das muss ich schon zu Ende erzählen. Auf jeden Fall, Juli wird wach und kommt so, er schläft meistens immer so an den Füßen, kommt hoch und ich werde so wach, weil er so die ganze Zeit, er macht dann immer mit seiner Pfote so, also nicht fest, aber so, ne, leicht. Und dann werde ich so wach und ich gucke so, hat das bei mir aufgegeben wahrscheinlich und ist so zu ihm gegangen und hat die ganze Zeit so gekratzt und er dreht sich einfach um und dann bin ich mit ihm rausgegangen. Ist das jemand? Der holt einen Hund raus, wa? Ja, der holt wirklich einen Hund raus. Junge, und wie viele Leute kommen die denn da an? Ja, aber einfach drei Leute. Du Scheiße. Und wir dachten schon, wir sind zu zweit zu viel. Okay, wir sind anscheinend auf jeden Fall richtig zu sein. Versuchen wir uns jetzt mal mit denen zu connecten. Vielleicht können die uns sagen, ob die schon hier waren und so. Ja. Ja, mal sehen. Ja. Aufregung pur. So, wir sind jetzt losgegangen. Machen die ersten Übungen. Jetzt erstmal einfach nur so ein bisschen, dass er nebenher läuft. Ja, fein. Ja, ist ganz cool. Wir sind, ich glaube, 8 Welpen. Ja. Und jetzt geht's erstmal los. Ja, so, wir lernen jetzt das Apportieren, beziehungsweise erstmal so, dass er gezielt mit Spielzeug, also mit irgendeinem Gegenstand im Mund halt sich bewegt. Und er macht sich echt gut, also er ist auf jeden Fall ein fleißiges Kerlchen. Mega. Mega. Mona ist auf jeden Fall sehr stolz. Oh ja, wir sind auf jeden Fall eine wilde Truppe. Ist auf jeden Fall sehr cool und Juli ist mega aufmerksam. Er macht das sehr, 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 sehr gut. Ja. Ne, Schatzi? Nee,
Ja, so, ich habe mich jetzt mal ein bisschen so zurückgestellt und ja, macht echt auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viel Laune. Wir sind fleißig am Üben, geht jetzt schon über eine Stunde. Wir gehen jetzt zurück, machen noch ein paar Übungen an der Wiese und dann sind wir eigentlich auch schon fertig. Und er lernt so krass schnell dazu, das ist unfassbar. Aber alles gleich, wenn wir da sind, dann sagen wir euch in Ruhe, wie es war und erzählen euch alles. Ja, jetzt wird noch ein bisschen geübt. Ja. Ganz schön dreckig, der kleine Mann. Ja, hier ist noch ein anderer, ganz kleiner, der genauso groß ist wie er. Er ist aber kein Zwergspitz, es wird ein großer Hund. Nee, nicht so ganz so groß. Nicht ganz so groß, also so mittel. Aber er hat jetzt gerade dieselbe Größe wie Juli. Und er ist auch fix und fertig. Sie trägt ihn auch jetzt gerade den ganzen Weg zurück. Die Kleinen, die sind kaputt, ne? Aber die anderen Hunde, die sind auch fix und fertig. Die haben gerade gar keinen Bock mehr. Oh Gott, oh mein Gott, guck dir das mal an. Du kleiner Dreckspatz, müssen wir dich jetzt mal sauber machen. Geil. Wir haben es geschafft. Wir waren jetzt genau anderthalb Stunden beschäftigt. Und ich muss echt sagen, super. Also die Frau ist so, so süß. Ja. Die Truppe ist auch voll die cool. Die Truppe ist echt cool. Da sind so süße Hunde dabei. Und er hat direkt sich mit einem richtig in love. Und Juli hat sich so gut gemacht. Also ihr müsst wissen, wir sind angekommen. Ein paar kannten sich noch. Gib ihm noch mehr? Ja, ja. Eine Frau war da, die war auch neu. Aber sonst kannten sich halt schon alle. Und war voll entspannt. So wie wir es vorausgesagt haben, Juli voll ausgeflippt, ne? Und wir haben uns so, also nicht geschämt, aber halt so, man hat sich unwohl gefühlt, ja. Ne? Weil alle so voll entspannt saßen und Juli so voll am Ausflippen, am Bellen und am Rumtitschen, so, und alle so am Gucken und wir dachten so, die denken alle so, Alter, was ist mit dem falsch oder so? Ja. Und dann... Ja, weil das ist halt auch, mit so einem Hund ist es halt auch oft Klischee, dass halt viele Leute solche Hunde nicht richtig erziehen. Ja. Und halt einfach deswegen so voll... Mit so einem Hund, die auch nicht zur Hundeschule gehen, weil sie denken, so ein kleiner Hund muss da nicht hin. Und das war jetzt auch gerade so, ein Zwergspitz in die Hundeschule. Wieso, wir wollen halt das richtig machen und wir wollen das ernst nehmen. Und deswegen dachten wir halt so, dass die alle denken, ja, klischeemäßig ist jetzt irgendwie so ein kleiner Hund und der ist voll am Ausflippen. Auf jeden Fall, danach so wirklich 5 Minuten, also wir haben die erste Übung angefangen und zwar bei Fuß gehen und einen anschauen und so. Das ist so ein schlauer Hund, er hat so schnell gelernt. Und da meinten auch alle so, boah, krass, der Juli, der macht das ja richtig gut, hat er noch die Frau gesagt, ne? Wir waren übel stolz gewesen. Ja. Der ist ja richtig schlau. Wir sagen so, ja. Wir waren richtig stolz gewesen. Ja. Super, ey. Hat er echt super gemacht. Ja. Hat er das am Ende dann fast besser gemacht als manche anderen. Dann haben sie dann alle gesagt, boah, macht er das gut. Ja. Haben wir uns voll gefreut. Ja. Wir haben Rückruf dann gelernt, bei Fuß gehen und apportieren. Apportieren, genau. Genau, richtig. Ja. Aber jetzt, Schatz, kommt es erst drauf an, ne? Jetzt musst du richtig üben. Natürlich, das, was du jetzt gelernt hast. Aber das hat auf jeden Fall richtig Spaß gemacht. Übelst. Das war so cool. Ah, genau. Und dann halt dieses bei Fuß gehen durch die Masse durch, obwohl da ganz viele andere Hunde sind. Das hat er auch richtig gut. Boah, das hat er richtig gut gemacht. Er ist einfach bei mir bei Fuß gegangen, hat mich die ganze Zeit angeschaut, ist neben mir hergegangen und die ganzen anderen Hunde saßen drumherum und wir sind einfach durch und er hat sich auf keinen anderen Hund fixiert, sondern nur auf mich. Das war so gut. Das war echt richtig gut. Hammer. Boah, ich bin richtig stolz. Also ich habe ja nicht viel gemacht, weil sie hat die Leinenführung halt übernommen, aber selbst für mich hat so viel Spaß gemacht. Ja, weil ich halt ja auch meistens mit ihm dann unterwegs bin und das halt übe, deswegen haben wir gesagt, mache ich das und er ist halt nur dabei, aber es ist trotzdem schön. Ja, damit ich halt auch alles mitbekomme und ihm dann halt auch was lernen kann und so. Es hat so Spaß gemacht, richtig schön. Krass, hätte ich gar nicht gedacht. Echt, war echt cool. Und was ich sagen muss, sie ist so voll aufgeblüht. Ja. Am Anfang habe ich so dir angemerkt, dass du auch so ein bisschen und dann so, und unterhalten mit den anderen Frauen und so. Das war schon so auf jeden Fall schön. Richtige Hunde-Mami. Hat richtig Spaß gemacht. So, und ich war so, ich weiß, ich kann ja jetzt Stunden drüber reden. Ich war so stolz auf ihn. Ich hab's richtig gefühlt. Ich war so glücklich. Er hat das so gut gemacht. Wirklich, also dass manche Leute immer so sagen, ja, kleine Hunde und die können das ja nicht und das sind ja keine richtigen Hunde. Ey, Leute, immer dieses, das ist kein Hund ja, für mich. Ja, wirklich. Also so gut, wie der gehorcht. Also so manche großen Hunde hören ja auch nicht. Ja. Er hat das so gut gemacht. Das ist so verrückt. Also Hund ist Hund, egal ob groß oder klein. Ja. Und er hat das so gut gelernt. Also klar muss man das beihalten, das war jetzt mal ein Tag, ne? Aber trotzdem. Es kann auch sein, dass er morgen alles wieder vergessen hat. Ich war so stolz. Das ist der Hammer. Ja. Mega. Hast du echt gut gemacht. Mega, Schatz. Einen wunderschönen guten Tag, die Damen und Herren. Es ist der nächste Tag. Ja, genau. Also wir haben jetzt gestern einen schönen Abend und eine gute Nacht bei unseren Freunden verbracht. Und jetzt haben wir haben eigentlich nichts gemacht. Wir haben wirklich nur gechillt, Film geguckt, gegessen und einfach mal wirklich abgeschaltet. So, und wir sind jetzt gerade angekommen bei Chris und Carina. Sind jetzt gerade mit dem lieben Juli noch eine kleine Runde gegangen. Er hat schon gepinkelt, aber häufig hat er irgendwie nicht so Bock. Und Chris und Carina haben ja einen Kater, und zwar den lieben Brösel. Und da die beiden sich vertragen müssen, lernen sie sich jetzt kennen. Juhu! Ja,
ist auch. Ist auch noch klein. Also, ja. Also er ist nein. Nein, also verspielt, jung, meine ich. Ja, 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 genau, genau. Also er ist schon nicht mehr so verspielt wie klar am Anfang, weil er ist jetzt wie alt? 10 Monate, ne? Fast. Stimmt, ist ja gar nicht mehr so jung, ne? Nee, aber ja. Mal sehen, wir sind echt gespannt auf jeden Fall. Ich werde das Ganze jetzt mal so ein bisschen filmerisch begleiten. Ja. Ja, mal gucken. Aber eine Sache wollte ich euch noch fragen. Und zwar, Mona hat hier einen Pullover von mir an, ne? Guck mal, dieser Fleck. Ihr dürft jetzt mal tippen oder ihr dürft mal raten, wovon das ist. Ich kann es mir selber nicht erklären. Das ist kein Wasser, das ist nicht feucht, aber das ist halt einfach ein Fleck. Wir wissen nicht, woher der ist. Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr es wisst. Ach, war voll schön. Machen wir weiter. Nee. Was geht ab? Hello. Oh. Was geht ab? So, wir sind angekommen. Da hinten sitzt Brösel. Hat er nichts gecheckt? Jetzt? Nein, doch nicht. Oh je. Belli. Boah, ist voll die Atmosphäre mit Kerze und so. Ja, jetzt wird es endlich mal wieder kälter hier. Was ist das denn? Ihn juckt es ja gar nicht. Er hat ihn, glaube ich, noch nicht gesehen. Aber Brösel so, was ist denn jetzt hier los? Hallo? Was soll das? Er hat es immer noch nicht gecheckt. Juli, guck mal hoch. Da, vor dir. Oh, oh, jetzt aber. Ich weiß nicht. Bist du kurzsichtig? Da. Nicht. Aber es juckt ihn auf jeden Fall nicht. Doch, er hat's gecheckt, aber... Okay, ich filme dann mal wieder, wenn was passiert. Jetzt geht's los, Bruder. Alter, was ist das für ein riesen Latschen geworden, Alter? Das ist ja... Oh Gott, guck mal, Juli checkt noch nichts, guck mal. Oh mein Gott. Er schleicht sich von hinten an. Oh Gott, Juli wird sich jetzt so erschrecken. Der Arm. Oh, oh. Oh, Juli. Vorsichtig, vorsichtig. Juli, langsam. Juli, langsam. Juli, ist gut. Aber Juli hat direkt gestern bei Tyson war der mutige. Kleine Schießer. Juli, langsam. Langsam. Oh Gott. Hat's Rasen. Fein. Ja, ist super. Dir ist das nicht so geheuer, ne? Kann das sein? Soll man die so streicheln, wisst ihr, sodass die alles so korrekt? Ja, ne? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Weißt du, was ich meine? Ja, geht mal die beiden Mamis dazu. Ja. Ist so, geht mal dazu. Hey, Juli. Hey, mein Schatz. Hallo. Oh mein Gott. Alles okay? Alles okay? Du warst zu schnell. Alles okay. Du warst zu schnell. Ja, gehauen. Ist okay? Ja, ja, ja. Komm zur Mama. Komm zur Mama. Alles gut, Großer? Alles gut? Ja, dir geht's gut, ne? Ja, dir geht's gut. Sehr gut. Okay, also Juli ist nichts passiert, aber Carina hat's voll erwischt. Er hat ja dazwischen gegriffen und dann hat Brösel sie erwischt. Oh je. Wenn ihr Tipps habt, wenn wir das nächste Mal vielleicht nochmal probieren sollten, dann schreibt gerne was in die Kommentare. Vielleicht haben wir ja auch was falsch gemacht. Aber es geht jetzt allen Parteien gut. Carina, wie geht's dir? Auch alles gut. Okay. Bleib hier. Ist noch gut. Ey, jetzt bleib mal hier, Freundchen. Bleib mal hier jetzt. Ja, der ist einfach auch so neugierig und der steppt jetzt wieder rein. Der ist erschrocken und jetzt merkt er so, war gar nicht schlimm. Ja, so. So. Wie wenn so ein kleine Kinder auf der Bahn so voll schlimm. Und jetzt, boah, ganz okay. Oh Mann. Na, Brösel? Was geht da ab da unten? Alles okay? Ja, oder? Ja. Wir sind jetzt zur Beruhigung rausgegangen. Wir gehen jetzt alle zusammen an den Rhein. Genau, da ein bisschen spazieren. Und Mone gibt Juli gerade ihr Fressen. Und wir haben ja jetzt in der Hundeschule einiges gelernt. Das Ganze wird jetzt natürlich versucht, weiterhin jeden Tag zu trainieren und umzusetzen. Und Mone ist jetzt gerade dabei. Sie füttert quasi ihr Fressen als Training, ne? Dass Juli halt auf jeden Fall kopfmäßig das noch weiter übt. Und es scheint ganz gut zu funktionieren, so wie es aussieht. Hier ist ja auch, gerade mit der Straße und so, ist hier auch gutes Training, weil viel Ablenkung, viele Geräusche, viele laute Sachen. Wenn er das hier gut macht, dann ist es auf jeden Fall echt gut. Also die Übung ist quasi, dass er nebenher läuft und Mone anguckt. Genau, und immer wenn er das gut macht, eine längere Zeit, dann so kriegt er quasi ein Leckerchen und wird gelobt. Ja, und das macht er eigentlich ziemlich gut. Macht er gut, ne? Sehr gut, macht er gut, macht er gut. Aha, aha.
Sehr gut, sehr gut. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen. Es ist sehr viel Zeit vergangen, seitdem wir das letzte Mal gevloggt haben. Das hier soll auch nur eine kurze Verabschiedung sein. Deswegen sage ich, ohne lang rumzureden, wenn euch der Vlog gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt gerne einen lieben Kommentar. Schreibt gerne eure Meinung zum Thema Hund-Katze, was wir falsch gemacht haben. Also Carinas Hand war schon gut verletzt auf jeden Fall. Wenn das Julia erwischt hätte, wäre schon böse ausgegangen auf jeden Fall. Ja, deswegen müssen wir mal gucken, wie wir das dann die nächsten Male irgendwie machen, irgendwie angehen. Moment, ich muss mal ganz kurz hier. Ah, nicht, dass die Kamera umfällt. Ja, schreibt auf jeden Fall gerne eure Meinung dazu in die Kommentare und gerne auch alles zum Thema Hundeschule. Wie ihr wisst, war unser erstes Mal Hundeschule ja sehr erfolgreich, aber trotzdem schreibt gerne alle Infos rein, wenn wir vielleicht was besser machen könnten, was anders machen können oder etc. etc. dies, das. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Vlog. Ihr könnt uns gerne kostenlos abonnieren für mehr Vlogs und folgt uns gerne auf Instagram. Und dann würde ich sagen, im Namen von Mona und mir, wir haben euch lieb. Bis dann.